Moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zum fünften Part Donkey Kong Country 2, ja, auf der Nintendo Switch. Ja, Tresor hat schon im Live-Chat geschrieben, moin. Ja, schön, dass du natürlich wieder mitzockst. Tresor ist natürlich wieder der zweite Spieler und, ja, musste noch kurz was einstellen. Ja, kein Ding in dem Sinne. Wir sind dann das letzte Mal im letzten Part gestern hier angekommen in der, ich glaube, das ist sogar die finale Welt, glaube ich, ne? Dann würde ich sagen, schauen wir direkt in Arctic Abyss auf jeden Fall rein. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich freue mich natürlich auf die Welt hier. Schauen wir mal. Ja, Tresor ist natürlich wieder der Dixie, beziehungsweise die ist eine Sie. Hier könnte ich jetzt runter. Was war da oben denn noch? Irgendwas ist da noch, oder nicht? Ich kann natürlich mal schauen, ob ich Tresor da irgendwie rübergeschmissen kriege. Nö, hä? Dixie liegt da jetzt zwar, aber ich glaube, da kommt man nicht hoch, oder? Ja, dann schauen wir mal auf jeden Fall hier in dem Part auf jeden Fall. Ich denke mal, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool hier auch in dem Level. Ja, hier zum Anfang würde ich sagen, schon mal recht leicht schwierig. Bananen nehme ich mit. Das geht ja noch da oben. Kommt man gerade noch so locker hin. Ah, hier haben wir unseren Fisch wieder. Unseren Schwertfisch. Ja, und irgendwie kommt man da oben noch hoch oder nicht? Oder steigt das Wasser später noch? Ich habe keine Ahnung. Zumindest sieht das so aus. Oder man konnte doch am Anfang oben rechts rüber. Kann natürlich auch sein, ne? Ja, hier wäre sogar wieder direkt ohne die Cake-Kiste. An das Wasser geht ab und zu hoch und ab und zu runter, okay. Ja, müsste eigentlich, glaube ich, die finale Welt sein. Es gibt da noch eine Segment-Welt, eine Bonus-Welt. Da muss man die Tokens und so verwenden. Ah, da habe ich direkt ein Leben verloren. Ja, aber hier ist direkt wieder Kiste. Aber wenn die so explodieren hier die Fische, ist das sehr gefährlich. Das ist ja irgendwie auch nice, oder? Wenn das Wasser weg ist hier oben auf der Ebene. Sah auf jeden Fall gerade lustig aus. Ah, schon wieder getroffen, okay. Muss natürlich schauen. Nein! Und direkt gestorben. Ja, somit kann Tresor natürlich direkt rein ins Level. In Arctic Abyss, ja, fängt schon mal cool an, das Level, würde ich sagen. Übrigens, hier auf der Karte, das sieht aus wie so ein Maul, der Eingang dran auch. Auf jeden Fall auch sehr cool. Ja, ich war am Überlegen, was ich eventuell später noch streamen soll. Also Overwatch 2 ist jetzt ja irgendwie raus. Ich habe damals Overwatch gekauft für die Switch. Das kann man ab jetzt ja irgendwie gar nicht mehr spielen. Ja, Overwatch 2 ist raus, aber da müsste ich erst ein Update ziehen. Das hätte jetzt aber über eine Stunde gedauert, irgendwie auf der Switch, habe ich irgendwie gesehen. Das soll ja, glaube ich, sogar Free-to-Play sein. Könnte man natürlich demnächst mal angespielt zu machen. Ja, Splatoon spiele ich ja meist immer so nach Donkey Kong noch so ein bisschen immer. So wie gestern und vorgestern. Das natürlich auch immer wäre sehr cool. Ja, ich denke mal, angespielt zu Overwatch 2 werde ich natürlich, denke ich mal, auf jeden Fall die Tage machen. Vielleicht sogar heute. Aber da müsste ich, wie gesagt, erst das Update ziehen. Und ich sehe gerade, Tresor ist da durch die Wand, beziehungsweise in die Wand rein. Ja, somit Collect the Stars. Ja, ich denke mal, Xenoblade geht demnächst auch weiter. Da war ich gestern erst mal überlegen, ob ich jetzt Splatoon noch mache oder Xeno. Ja, hatte mich dann aber am Ende noch für Splatoon entschieden. Ja, immerhin Token bekommen. Ja, Glückwunsch an Herrn Tresor. Direkt Applaus aber hier. Würde ich jetzt sagen, oder? Ja, muss ich gar nicht, dass man da oben links in die Ecke, in diese Mauer reinkommt. Was natürlich sehr cool ist. Die Stelle finde ich total lustig irgendwie. Sieht nice aus, wenn er nicht im Wasser schwimmt. Ja, morgen übrigens wird da auch der Mario-Film vorgestellt. Da kommt dann der Trailer, die Direct. Die werde ich mir natürlich anschauen morgen. Da bin ich mal gespannt. Weiß jetzt gar nicht die Uhrzeit, wann das kommt. Ja, aber werde ich natürlich reinschauen. Also privat natürlich. Oder mal schauen. Da bin ich schon sehr gespannt. Ja, wie dieser Animationsfilm dann wird. Der Trailer, denke ich mal, wird bestimmt sehr, sehr cool. Oha, Tresor direkt wieder getroffen gerade hier. Ach stimmt, hier ist aber direkt die Kiste, ne? Ah, ich glaube, die Welt wird schwierig hier, oder?
Ja, ich glaube, das ist die letzte Welt in dem Sinne. Und sogar DK-Münze hier gekriegt. Haben wir im Moment 6 Stück. Ja, man könnte ja von den ganzen Token, die wir da eingesammelt haben, mal schauen. Es gibt ja diese Secret-Welt. Ja, und alle Token, die wir haben, da kann man natürlich mal schauen. Wenn wir natürlich so weit sind, dass wir da vielleicht die Levels nochmal, ja, zumindest die, die wir haben, auf jeden Fall nochmal mitmachen dann. Das ist auch immer sehr cool, dieses Beschleunigen hier, was Triso gerade gemacht hat. Ja, Overwatch, wie gesagt, ich habe das zwar geholt für die Switch, aber auch selten gespielt. Eigentlich so gut wie gar nicht. Ja, war irgendwie nicht so mein Ding irgendwie. Jetzt der Overwatch 2, da ist so ein Update. Ja, wenn man das natürlich hat, dann ist es irgendwie kostenlos. Das ist allgemein free to play sogar. Ja, Triso, leider gestorben hier. Ja, aber wie man sieht, die DK-Münze haben wir im Level schon mal. Was natürlich sehr cool ist, die hat Triso schon mal geholt. Ja, würde ich sagen, schauen wir mal. Jetzt als nächstes Zwischenspeicher haben wir. Wo muss ich lang? Ich glaube hier, oder? Kann das sein? Schauen wir mal. Habe jetzt gar nicht so richtig aufgepasst gerade. Aber ich glaube hier die Richtung, oder? Ja, nein. Kann nicht sein. Direkt an dem Fisch natürlich gestorben. Okay, somit ist Triso wieder dran. Weiß ich nicht, ob ich rechts rum richtig war. Nee, Triso ist schon runter. Ja, uns keine Ahnung, ob unten oder links rum. Nee, links rum anscheinend. Okay, da bin ich total falsch gewesen eben. Ja, super. Und schwimmt natürlich rechts in den Fisch eben rein. Oha, Triso direkt getroffen wieder gerade hier. Ja, wie ich schon sagte, ich denke mal, die Welt wird schwierig. Der Boss, denke ich mal, sowieso. Das ist auch im ersten Teil so gewesen. Ja, das heißt auf jeden Fall unten rum. Muss natürlich mal schauen. Übrigens, beschleunigen kann ich, wenn ich auf A gedrückt halt. Man muss natürlich auch mal schauen. Ja, die Fische hier, würde ich sagen, picken wir weg. Ah, das ist aber auch gefährlich, die Stelle hier. Ja, jetzt muss ich aufpassen, jetzt habe ich nur ein Leben, ne? Okay, da hätte man schnell rüberschwimmen können, mal, aber so, okay. Ah. Sehr gefährlich hier. Ja, die Cambins hat Triso ja schon geholt, zum Glück. Ah. Immerhin das N haben wir schon mal. Das ist jetzt gerade sehr gefährlich. Oh mein Gott. Was wäre hier links dann noch? Ah, okay. Immerhin eine Bananenmünze. 46 haben wir da. Ja, einige Fische können echt gefährlich sein. Kann man hier rein? Nö, ne? Ja, kann natürlich sein, dass hier irgendwo noch so geheime Verstecke sind oder so. Aber da habe ich keine Ahnung von. Ich habe damals auch den ersten Teil nie zu 100% gemacht. Ja, die anderen Teile natürlich auch nicht zu 100%. Ich glaube, hier schwimme ich mal schnell durch. Okay, war schon mal A. Ganz gut eigentlich, oder? Hier ist sogar das G. Somit ein weiteres Leben. In die Teile sehr gefährlich hier, die Fische. Die Seesterne. Und sogar noch Leben hier. Ja, würde ich sagen, schaue ich direkt weiter hier. Ah, die können sehr gefährlich werden. Und ab hier sogar ganz normal mit Diddy wieder. Ach, hier ist sogar das Ziel schon, okay. Ja, nice. Somit 12 Leben und Ziel erreicht. Somit Level sogar abgeschlossen. Ja, unser Diddy hier wieder mit seinem Kassettendeck. Beziehungsweise Recorder hier. Rechts wäre jetzt im Moment das Monkey Museum wieder und so, ne? Triso schreibt im Live-Chat noch, am besten wir speichern ab jetzt nach jedem Level. Ach, wobei, wir haben noch
Relativ viele Leben. Vergiss das wieder, okay. Ja, kann man natürlich sonst gerne machen. Ich kann natürlich auch Zwischenspeicher immer setzen. Auf der Switch hier. Ja, speichern können wir natürlich auch. 12 Leben haben wir, ja. Also eigentlich ja erstmal genügend. Okay, das wäre so ein Meme-Level hier. Erinnere mich wieder direkt so ein bisschen an Minecraft mit den Spitzhacken hier oder Schaufel da gerade. Ach, das Level kann ich mir noch gut dran erinnern hier. Wo man so ein bisschen nach oben schwebt mit dem Wind und so. Ah, Tresor direkt in die Wespe. Okay, schauen wir mal. Muss natürlich erstmal gucken, wenn ich runterdrücke, kann ich immer ein bisschen runter. Okay. Bei den Wespen natürlich immer schon aufpassen. Ah, es kann aber gefährlich werden, wenn ich jetzt da rechts durchgehe. Ich kann jetzt nicht mehr runter, ne? Ja, muss man immer. Ah, jetzt. Einmal durch schnell. Okay. Ja, habe ich sogar noch sehr, sehr gut gerade in Erinnerung hier. Könnte an einigen Stellen schwierig werden. Ich würde sagen, die Bananenmünze, oh mein Gott, die lasse ich dann lieber erstmal. Ah nein, jetzt hätte er mich fast gekriegt, da gerade der Gegner. Und ich komme, da ich mal wieder so gierig bin und den Buchstaben haben möchte. Ja, leider direkt wieder in die Wespe rein. Aber Treso kann direkt weitermachen. Ja, war ich wieder zu gierig mit dem Buchstaben. Und unbedingt das O haben da. Der Gegner kann auch immer nerven mit seinen Schwertern hier. Ja, wie wir ja den letzten Part schon gesehen haben. Denk mal, das wird auf jeden Fall wieder ein bisschen anspruchsvolles Level hier. Vor allem hier diese Stellen, wo man dann schnell so durch muss. Denke ich mal schon, dass es schwierig wird. Oha, Triso direkt getroffen. Ich würde sagen, das O lasse ich jetzt da, oder? Ah, der Gegner. Ah, nein. Kann nicht sein. Schmeißt natürlich direkt seinen Haken. Ich wollte eigentlich irgendwie ein bisschen nach unten ausweichen, aber ja, hat nicht mehr richtig geklappt. Und es nicht so, wie ich es geplant hatte. Ja, somit kann Tresor natürlich erneut versuchen, nochmal dort hochzukommen. Ja, aber ich muss sagen, das macht man wieder richtig Fun, auch hier den zweiten Teil durchzuspielen. Ja, da ich den da nicht ganz so gut kenne wie den ersten, auch den dritten, da bin ich auch schon sehr gespannt, nochmal den nochmal durchzurennen. Ja, habe ich ja damals auch nicht so oft gespielt. Ja, deswegen macht das natürlich umso mehr Fun. Der erste ist natürlich auch immer wieder geil. Ja, der haben wir jetzt natürlich wieder hinter uns. Okay, da ist sogar noch eine Bonustruhe zur Kiste. Ah, es wird aber schwierig mit der Wespe, ne? Ja, Tresor wurde sogar direkt getroffen, okay. Ah, aber hier ist Kiste, ne? Ich würde sagen, ich versuche das natürlich mal. Oh mein Gott, da muss man wirklich aufpassen. So, schauen wir mal. Ah, okay, durchgekommen. Ja, das passt dann aber zumindest hier die. Ja, diese Token-Kiste in dem Sinne. Destroy them all. Ja, schauen wir mal, ob ich schaffe. Wo sind die Gegner? Ach, hier, okay. Muss man nur so drauf. Okay, das war's. Yes. Sogar direkt die Token-Münze geholt. Das ist natürlich episch. Ah, das sieht sehr gefährlich aus hier gerade.
Und er hier mit seinem Schwert dran, kann nicht sein, oder? Also kommt da hinterher, ne? Und gerade sagen, er kommt noch hinterher. Okay, hier kreisen die schon die besten. Aber Hälfte des Levels haben wir. Das ist schon mal sehr gut. Ja, hier die. Ah, Gegner sind natürlich auch sehr gefährlich. Ja, zum Glück Treso noch im Huckepack gehabt. Und man kann Treso hier natürlich schauen. Ah, das ist auf jeden Fall auch schwierig, die Stelle. Ja, zumindest Hälfte des Levels haben wir erreicht. Das ist schon mal sehr gut. Dann müssen wir nicht immer vom Anfang jetzt. Und direkt von hier. Ja, erstmal schauen. Ich würde sagen, den Gegner kicke ich weg, oder? Nein, dann kriegt er mich trotzdem noch mit dem Haken. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, schauen wir mal, Treso versucht sein Glück. Auf jeden Fall nice. Das Level hat was. Aber auch ein bisschen schwierig an einigen Stellen. Wie gesagt, muss man natürlich schauen, wie hier jetzt schon wieder. Auch sehr schwierig die Stelle. Ja, leider getroffen von der Wespe, okay. Ja, versuchen wir natürlich direkt weiter. Ja, und schauen mal, diesmal weiß ich auf jeden Fall, wenn der Haken kommt. Erstmal abwarten und direkt so killen, oder? So, jetzt aber schnell hoch. Ja, hier ist sehr, sehr gefährlich. Ah, oh mein Gott. Ich würde sagen, das ist mega gefährlich, da die sich so bewegen hier noch. Aber durch und natürlich runter, super. Ich dachte, ich kann noch weiter hochfliegen wieder. Super, und dann kommt kein Wind von unten und ja, fliegt direkt runter in die Schlucht hier. Das ist natürlich gar nicht gut. An die Stelle, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, finde ich. Muss man wirklich aufpassen mit den Gegnern. Okay, das Leben ist leider wieder weg. Aber man kann sogar so laufen, wenn man jemanden Huckepack nimmt, also beziehungsweise den anderen. Ah, das sah gerade sehr, sehr gefährlich aus. Treso direkt getroffen. Müssen wir hier hoch, ja, ne? Ah, nein, oh mein Gott. Hat er mich fast gekriegt. Und er kriegt mich noch an der Stelle. Ja, ärgerlich, aber Treso ist auch mit dabei. Und da ist sogar die DK-Münze in dem Level, okay. Also müssen wir da unten irgendwie rum. Ja, da muss ich mal schauen, vielleicht irgendwann privat oder wenn man Bock hat auf einen Bonuspart oder so, könnte man das natürlich in Angriff nehmen. Mit den DK-Münzen, aber das wäre ja nur für die 100% und so wichtig. Ja, schauen wir direkt wieder rein. Treso leider gestorben gerade. Ja, wie ich schon sagte, die Welt wird, glaube ich, schwierig hier. Ja, hier mit seinen Haken, oh. Geht gar nicht. Oder mit seiner Sichel oder was er da schmeißt. Ich glaube, das ist eine Sichel, oder? Oh mein Gott. Da muss man wirklich schauen hier. Aber geschafft. Hier würde ich sagen, schnell das Leben holen. Ah, das ist wirklich gefährlich. Okay. Was wäre hier? Hier so er, ne? Mit seinem Schwert. Ah, nein. Wollte eigentlich nur links rüber springen. Ja, somit ist Treso natürlich wieder dran. Das geht natürlich mal gar nicht.
Sinso schreibt im Live-Chat noch, nee, ich sammle die nicht mehr. Dann müssen wir ja alle Level nochmal machen und zusätzlich immer im Internet nebenbei schauen, wo die alle versteckt sind. Ja, stimmt. Ja, könnte man wie gesagt privat machen oder wenn man jetzt mal Bock hat auf einen Bonus-Part oder so. Wenn, dann würde ich das glaube ich sogar privat machen. Ja, mit der Bonuswelt, die Level können wir natürlich in einem Bonus-Part machen, zumindest soweit wir die frei haben. Ja, wenn ich dann wirklich nochmal Bock hätte privat, könnte man natürlich schauen, dass man dann die anderen Level irgendwie freischaltet und ja, dass die Level, die wir ja nicht mit drin haben, hier dann, dass man da nochmal schaut, dass man sich die sonst aufhebt. Ja, eventuell für Bonus-Part. Jetzt schmeißen die hier. Der eine schmeißt die sicher jetzt so, ne? Muss ich schnell hoch oder kommt er? Ja, super. Wie soll ich da denn so schnell jetzt hochkommen? Ah, nein. Direkt getroffen. Super. Ja, aber Treso ist ja noch da. Treso schreibt noch in DKC3. Die 100% machen wir dann stattdessen. Okay. Ja, das musst du natürlich entscheiden. Können wir natürlich sehr gern machen. Wie gesagt, was ich so geplant habe, eventuell privat dann die Sachen holen. Ja, die Bonus-Level und diesen Bonus-Boss, den es ergibt. Könnte man dann im Bonus-Part eigentlich machen, wenn ich das privat gemacht habe und so. Ja, aber das würde ich sagen, kommt dann vielleicht. Sicher bin ich mir da nicht, muss man schauen. Ja, aber wäre dann ja was für ein Bonus-Part in dem Sinne, oder? Also wenn man jetzt die DK-Münzen so nebenbei geholt hat und so. Beziehungsweise die Token und diese Bonus-Welt freigeschaltet hat mit den Leveln und so. Beziehungsweise alle Level, dann könnte man ja einen Bonus-Part machen in dem Sinne. Ja, aber auch nur, wenn ich das privat gemacht habe, wie gesagt, muss ich schauen, sicher bin ich mir da nicht. Könnte mal sein, dass irgendwann mal ein Bonus-Part kommt. Hier wieder sehr schwierig und Tresor direkt getroffen. Okay, muss ich schauen. Oha, am besten mal so Busch auch mit nach unten drücken. Da habe ich gemerkt, so wie hier jetzt gerade. Oh mein Gott, fast getroffen von der Wespe. Ah, das ist jetzt noch schwieriger, da sie sich hier gerade so bewegen. Ja, und er natürlich hier. War klar. Ja, da muss man wirklich konzentriert bleiben. Nein! Kann doch nicht sein. Jetzt hätte ich das fast da hoch geschafft und werde tatsächlich noch gestriffen von der Wespe irgendwie. Ja, somit Tresos nächster Anlauf natürlich. Tresos schreibt noch, naja, den Bonuspart hattest du dir damals im Longplay auch vorgenommen und ihn bis heute nicht gemacht. Nimm dir lieber nicht zu viel vor. Ja, wie gesagt, muss ich schauen. Ich weiß es nicht. Sicher bin ich nicht, bin ich mir da nicht, ob ich das mache und so. Ja, versprechen kann ich dann natürlich nichts. Aber wenn ich da mal Bock drauf hätte oder so, würde ich natürlich das privat holen, diese Token und so. Und wenn ich die wirklich irgendwann mal freigeschaltet hätte, dann die Level. Dann könnte man das natürlich machen, aber ja, das muss ich dann mal schauen, wie gesagt. Versprechen möchte ich da natürlich nichts. Da ich mir da natürlich nicht so sicher bin, könnte man natürlich vielleicht und wenn, dann kommt natürlich ein Bonuspartner. Ja, wie ich schon sagte, ich glaube, die Welt hier wird schwierig. Da braucht man wirklich an einigen Stellen wirklich Konzentration. Aber ich sehe gerade Tresor schon mal ganz gut gerade hier. Ja, hier natürlich wieder an der Stelle jetzt. Auch sehr gefährlich. Ja, hier oben jetzt gleich natürlich die Typen da. Mit ihren komischen Haken.
Okay, Tresor leider getroffen vom Igel. Ja, muss ich schauen, ja. Jetzt kommt es natürlich wieder am besten mal so, dann schnell hoch. Aber gar nicht so leicht. Aber geschafft, okay. Und hier ist sogar ein Papagei durchgestrichen. Gab es hier irgendwo einen Papagei? Oder warum ist der hier so durchgestrichen? Das Schild hier, keine Ahnung. Muss er irgendwo einer sein? Okay, hier ist schon das Ziel. Und ich sehe gerade, da ist sogar eine Bonustruhe hier. Ah, die gibt es sogar hier dann. Ja, war klar. Da kommt direkt er hier. Wieso zeigt zum Ziel? Ah, nein. Oh mein Gott. Kann nicht sein. Jetzt kommt er da wirklich angerannt und dann kriegt er mich mit den Schwertern. Okay, ja, ich hätte natürlich zum Ziel rennen können. Ja, war ich wieder zu gierig. Auf die Bonuskiste bzw. den Bonusfass in dem Sinne. Ärgerlich, ärgerlich gerade. Ja, Tresor hat sogar mit dem Finger schon dahin gezeigt, so. Aber ich dachte mir, ich schaff das und dann kommt er mit den Schwertern da angerannt, beziehungsweise erst er mit der Kiste, der Gegner. Irgendwann den Fass. Ja, der hat mich total durcheinander gebracht, der Gegner. Dann kommt er tatsächlich mit den Schwertern noch hinterher. Ja, auf jeden Fall krasse Situation gerade gewesen eben. Ja, mal schauen, ob ich das privat mache mit den Bonus-Sachen und so. Muss ich mal schauen. Okay, Tresor leider getroffen. Dann schauen wir mal. Ne, rechts, ne, links rum müssen wir noch. Ah, okay, hier sind wir. Da muss man wirklich extrem vorsichtig sein hier. Okay. Ah, vor allem hier jetzt gerade wieder. Sehr, sehr gefährlich. Ich muss sagen, der Soundtrack übrigens im Hintergrund sehr geil. Gefällt mir. Ja, soll ich direkt zum Ziel oder soll ich es unten versuchen? Jetzt könnte ich natürlich direkt zum Ziel oder die Bonusdrohung versuchen. Okay, den können wir natürlich, wie gesagt, privat noch holen. Ich würde sagen, ey, jetzt haben wir noch immer oben irgendwas bekommen. Die Kiste ist noch immer richtig hoch. Ja, auf jeden Fall Level abgeschlossen. Ja, und hier kann man natürlich nochmal speichern. Immerhin 51% haben wir da im Moment stehen. Ja, muss ich mal schauen, vielleicht mache ich das doch noch privat irgendwann mal. Wenn ich mal Lust habe, so nebenbei die Bonus-Sachen zu holen, beziehungsweise die Token. Ja, die DK-Münze und so. Dann könnte man natürlich einen Bonus-Part mit der Extra-Welt machen. Okay, hier haben wir jetzt das Level, was automatisch nach oben fährt, ne? Habe ich auch noch ganz gut in Erinnerung. Ich glaube, das war auch recht schwierig. Und Rambi ist auch hier, der Nashörnchen, unser schönes kleines Nashörnchen. Der heißt, Tresor macht jetzt erstmal den ersten Anlauf. Ja, und ich bin der Meinung, an einigen Stellen war das Level hier schwierig. Schauen wir mal. Na, wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann privat eventuell ein bisschen Bock auf das Game. Ja, dann könnt ihr natürlich die Tokens und so noch holen oder so. Ja, irgendwann denke ich mal schon, dass man da mal wieder Lust kriegt. Dann kann man natürlich mal reinschnuppern. Ja, wenn ich dann natürlich die Bonuswelt und so alles frei hätte,
Dann, wie gesagt, könnte ein Bonuspack kommen, aber auch nur dann. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass keiner kommt. Ja, das heißt, es müssen wir mal schauen. Dann rammen wir auf jeden Fall ab hier wieder. Verboten. Ah, da muss man wirklich aufpassen, wie hier gerade. Man muss ja immer mit der Plattform mitgehen, irgendwie teilweise. Ja, immer schön da oben dann. Und wenn die Wege natürlich so schnell eng sind, ja, beziehungsweise wenn die so eng sind, so wie jetzt gerade, oha. Den auf den Zaramel macht, ja, winkt gerade in den Live-Chat. Ja, schön, dass du reinschaust, ist natürlich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt hier gerade in diesem Level angekommen und sogar die Hälfte. Das heißt, Tresor hat schon mal bis hier, ja, ganz gut gemacht, das Level hier im Moment. Muss natürlich schauen. Ah, so wie hier, das geht gar nicht, oder? Ah, nein. Och, nö. Kann doch nicht sein. Ja, die Viecher sind natürlich richtig ärgerlich. Beziehungsweise die Gegner hier. Mit ihrem komischen Haken da. Ja, sehr cool, dass du reinschaust. Das ist natürlich sehr cool. Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, Overwatch 2 ist auch auf der Switch raus. Ich habe zwar den ersten Teil damals mal gekauft auf der Switch, ja, nur nie so wirklich gespielt. Nur mal so eine Stunde angespielt irgendwie. Man könnte da natürlich in Zukunft mal angespielt machen und so. Das ist ja, glaube ich, sogar free to play irgendwie, ne? Also man kann da jetzt auch ein Update runterladen beim ersten Teil. Ja, der erste ist sogar jetzt, glaube ich, gar nicht mehr spielbar. Und wird dann komplett umgewandelt in den zweiten irgendwie. Aber wie gesagt, ich habe das damals auch kaum gespielt. Ja, es hat mich irgendwie auch gar nicht so richtig gereizt irgendwie, der erste Teil. Nee, schlecht ist es natürlich nicht. Und Tresor stirbt. 9 Leben haben wir. Dixie am Heulen. Immer wieder cool, die Szene hier mit ihr. Okay, Hälfte des Levels haben wir. Muss natürlich schauen. Das geht gar nicht hier mit den Gegnern, oder? Ich will natürlich schauen, dass ich hier in der Ecke... Ah, nein! Hat nicht funktioniert, dass ich da in der Ecke stehe und hochspringe. Beim letzten hat es nicht geklappt. Ja, zum Glück Tresor ja noch mit dabei hier. Wie gesagt, die letzte Welt wird auf jeden Fall schwierig. Wie man sieht. Und der Boss, ja, da bin ich auch nochmal gespannt drauf. Ja, ist natürlich im ersten Teil schon recht schwierig, der Boss. Und der wird hier natürlich auch schwierig. Ja, man muss hier eigentlich ein bisschen aufpassen bei dem Level. Aber Tresor macht das Level schon ganz gut, würde ich sagen, oder? Zaramel schreibt noch, Teil 2 ist kostenlos, ja. Hab gerade 5 Runden gespielt und langsam habe ich wieder Spaß an Overwatch. Ja, ich habe, wie gesagt, den ersten Teil da mal gekauft auf der Switch. Digital gibt es in der, nur auf der Switch und so. Ja, der zweite ist kostenlos, ne? Ja, habt ihr ihn aber nie wirklich gespielt? Ist er eigentlich nur so, ja, Battle Royale mäßig irgendwie, ne? Ja, anspielen können wir den natürlich gerne mal so die Tage, aber ja, das Update, ich hatte das vorhin versucht runterzuladen. Dauert irgendwie eine Stunde, dann müsste ich erst das Update ziehen. Aber was geht hier denn jetzt? Nein! Dann schmeißen sie von beiden Seiten die Teile. Sehr, sehr schwierige Stelle. Ich glaube, da ist wieder Übung gefragt. Ja, genauso wie der Boss im letzten Part. Der Crow hieß er, glaube ich, irgendwie da. Auch schwierig. Muss man natürlich trainieren. Und Tresor direkt hier an der Stelle gestorben. Oha. Ja, da muss man natürlich rüber. Und dann nochmal so rüber. Okay, muss natürlich schauen. Aber geschafft.
Ja, ich dachte mir vorhin angespielt, könnte man natürlich sehr gerne mal machen. Habe ich schon Lust drauf, mir das mal anzuschauen. Aber wie gesagt, den ersten Teil habe ich auch nie wirklich gespielt. Ja, was heißt nie wirklich so kurz, mal eine Stunde oder 2 Stunden? Da hatte ich doch irgendwie gar keine Lust mehr drauf. Bin auch irgendwie gar nicht mehr zugekommen. Das war ja sogar die Zeit, wo ich noch Fortnite auf YouTube gemacht habe. Ja, wo ja alle ständig immer Fortnite spielen wollten und so. Ah, nein. Die Stelle ist natürlich auch gefährlich. Ja, schauen wir mal, Triso ist dran. Okay, Moment, vom Sicheln bzw. hier vom Haken direkt getroffen. Ah, kann nicht sein, oder? Da muss man wirklich aufpassen. Ja, somit Triso direkt als nächstes gleich wieder am Start hier in dem Sinne. Ja, manchmal muss man wirklich schauen. Okay, Triso wieder getroffen. Wollte gerade sagen, es kommt schon wieder Haken, aber wir haben ihn. Okay, die Gegner, die da oben gleich kommen, müsste ich natürlich, glaube ich, so wegrollen irgendwie, ne? So mit der Drehrolle. Ah, gefährlich. Hier steht noch Pfeil nach links. Keine Ahnung. Irgendwie nach links. Ja, super. Ich gehe nach links und da ist natürlich Sackgasse. Dann kommt dieser Krokodil da. Ja, und knabbert eigentlich hier sogar direkt auf, oder? Kann nicht sein. So mit Trisos nächster Versuch. Ja, ich sage, das Level könnte schwierig werden. Die Welt allgemein wird, glaube ich, nicht so einfach hier. Hat man ja sogar schon im ersten Level gesehen. Okay, Triso leider wieder tot. Ja, müssen wir aber schauen, irgendwann packen wir das schon. Ja, Donkey Kong Country 3 übrigens freue ich mich natürlich auch drauf. Da ich den da auch so wenig gespielt habe damals, so wie den zweiten hier. Und diesmal rechts lang. Weiß gar nicht, warum waren die Bananen da unten, beziehungsweise dieser Pfeil der Bananen so. Ja, super. Den Krokodil kann ich von vorne nicht so wegrempeln. Ja, keine Ahnung, warum da dieser Bananenpfeil da ist. Ja, der zeigt ja irgendwie da links an der einen Stelle. Und Triso hat es diesmal geschafft sogar. Ja, das ist natürlich schon mal sehr gut. Ah, nicht gut. Wespen hier, die können auch. Ah, nein! Jetzt bleibe ich da irgendwie an der Ecke hängen und sterbe dadurch. Ich würde sagen, das war ein Bug, oder? Ja, keine Ahnung. Sehr, sehr gefährlich. Ja, aber wie gesagt, Overwatch 2 werde ich zumindest auf jeden Fall mal angespielt machen. Ja, vielleicht kann man da mal ein bisschen reinschauen. Ja, ich weiß noch nicht, ob mich das wirklich auf Dauer reizen würde, weil es ja eher ja, teilweise so Battle Royale-mäßig ist irgendwie noch. Ja, hier diesen Pfeil meine ich. Keine Ahnung, warum der da nach links zeigt. Denk mal, um einen irgendwie zu verwirren, dass man oben links in die Sackgasse geht, wie ich es davon hatte. Ja, hier ist jetzt auch gleich wieder gefährlich. Kommen nämlich die Gegner wieder so runter. Ja, die Ebene hier geht gar nicht, oder? Muss man natürlich schauen. Okay, den Igel kann man von vorne wegrempeln und dann. Ja, auf diesen Krokodil da. Mal drauf hoppeln. Ja, diese Vögel kennen wir schon zu Genüge.
Auch beim letzten Boss im letzten Part. Auch sehr nervige Gegner. Ja, immerhin ist rechts auch so eine DK-Kiste, die nach oben gleich. Wenn man da jetzt so rauskommt, könnte man hier holen, wenn der Spieler jetzt tot wäre, der andere. Und der Buchstabe G war schon da, das heißt, das Ziel dürfte gar nicht mehr so weit sein, oder? Ja, ich bin da dran, schauen wir mal. Der Gegner hier, der geht gar nicht. Nein! Nicht wahr, oder? Da kriege ich mich tatsächlich direkt. Und ich war sogar am überlegen, wie ich da rüberspringen soll, jetzt zurückspringen soll. Ja, hartes Level. In dem Sinne. Sehr, sehr hart. Zarabel schreibt noch, kommt auf anderen. Kommt darauf an, welche Modis du bei Overwatch spielst. So Battle Royale wie Fortnite ist es jedenfalls nicht. Ah, okay. Ja, ich meine eher so Shooter, so rundenmäßig basiert. Ja, wie gesagt, ich habe Overwatch 1 auch nur so für ein, zwei Stunden mal gespielt. Ja, wo ich das dann digital geholt hatte auf der Switch und ja, irgendwie auch gar nicht mehr so weitergespielt. Wollte eigentlich irgendwie immer mal wieder so ein bisschen zocken. Das Game aber irgendwie nie zu gekommen, wirklich. Ja, schade ist natürlich, dass der erste jetzt dadurch komplett weg ist. Dadurch, dass der zweite jetzt raus ist, aber der ist ja free to play und so. Was natürlich auch sehr gut ist. Ja, der erste hat da nur, ich glaube, was war es? 15 Euro war das, glaube ich, die ich da bezahlt hatte. Da habe ich sogar noch die Leerhülle. Die gab es dann mit so einem digitalen Code auf der Switch. Ja, die Leerhülle habe ich natürlich noch. mit dem Cover natürlich. Aber da war nur so ein Code zum Runterladen drin. Ja, Fortnite ist auf jeden Fall bei mir auf jeden Fall ausgelutscht. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Da habe ich auch irgendwie über 1000 Stunden, irgendwie 1500 Stunden drin verbracht. Ja, reizt irgendwann gar nicht mehr. Ah, jetzt muss ich. Kann nicht sein, jetzt komme ich nicht richtig rüber. Ist nicht wahr, oder? Ne, was ich gerade sagen wollte bei Fortnite ist ja, ja, es sind da zwar auch immer neue ja, Inhalte dort. Aber irgendwann wird es auf Dauer natürlich langweilig, weil es ist ja irgendwo trotzdem alles dasselbe. Kommt zwar neue Inhalte. Ja, aber es ist irgendwie immer dasselbe, ne? Man metzelt sich auf Dauer immer nur weg gegenseitig und so. Zwar mit neuen Inhalten und so, aber ja, irgendwann wird es natürlich langweilig dann. Darüber schreibt noch, alle Helden, die in Teil 1 waren, hast du auch in Teil 2. Okay. Alles an Skins, die du gekauft hast, etc. behältst du. Okay. Ja, das ist natürlich sehr gut. Wird alles in der zweiten Teil mit übernommen, okay. Ja, das ist natürlich sehr gut. Ja, wie gesagt, ich würde es natürlich gerne mal anspielen. Ich denke mal, da wird auch ein angespielt kommen. Ja, ist er free to play. Und da muss man mal schauen, ob man da vielleicht öfters mal ein paar Runden online macht. Ja, nur der Sinn des Games. Keine Ahnung, wo da der Sinn ist halt, ne? Ja, ist halt shootermäßig. Keine Ahnung. Ich habe so kurz gespielt, also den ersten Teil zumindest. Und ja, viel kann ich zum Spiel nicht sagen, also zum ersten Teil zumindest. Weil ich den nur kurz gespielt hatte. Ja, wenn das natürlich bockt, kann man natürlich öfters mal reinschauen online und so. Aber im Moment ist natürlich auch Splatoon 3 da. Ja, da verbraucht man da auch schon ohne Ende Zeit drin. Ja, meistens spiele ich ja den Salmon Run, der ist natürlich am geilsten. Und ich merke gerade, wir sind hier immer noch in dem Level, ne? Wir verharrt. Aber Tresor bis jetzt gerade
Gravilox gegen Mikro hier. Ja, bis jetzt ja ganz gut, wie Treso gerade spielt im Moment. Ja, das ist natürlich alles übernommen wird in den zweiten Teil, wie gesagt, ist natürlich sehr gut. Ja, müsste ich natürlich richtig testen und schauen. Ja, Treso hat es geschafft, das ist natürlich sehr gut, sehe ich gerade. Ja, Applaus natürlich auch nochmal von mir im Game. Haben wir jetzt hier Clappers Kavern. Okay, schauen wir mal rein. Okay, die Höhle ist schon mal wieder sehr cool, so wie im ersten Level, ne? Und da unten ist die ganze Zeit dieser rote Fisch. Ah, ich glaube, das wird hart. Der gefällt mir jetzt schon nicht. Ah, nein. Geh weg. Jetzt kommt das Wasser hier schon so und der Gegner kommt da. Das heißt, man muss hier anscheinend wieder das Wasser immer... Ja, einfrieren anscheinend. Wir hatten da schon mal so ein Level, wo man das Wasser abkühlen muss. Und hier muss man anscheinend das erstmal wieder einfrieren dann, okay. Dann schnell rüber, oh mein Gott. Nein! Direkt an der Wespe hängen geblieben. Ja, der rote Fisch da, der ist natürlich sehr gefährlich. Wenn man natürlich im Wasser reinkommt. Könnte das übel enden. Aber hier ist immerhin so ein Anguade, heißt er, glaube ich, der Schwertfisch hier, ne? Okay, Treso hat ihn direkt verloren. Ah, schade, schade, der kam gerade wieder zurück. Ja, würde ich sagen, gehen wir natürlich direkt wieder rein und schauen mal. Ja, hier schon mal Treso in der Kiste wieder. Würde ich sagen, nehmen wir natürlich direkt mit. Ich glaube, unten im Wasser unten ist nichts, oder? Wenn man da jetzt runterschwimmen würde. Könnte natürlich sein, dass da irgendwo Geheimnisse sind. Ah, die Stelle hier ist aber auch gefährlich. Aber geschafft, okay. Nein! Oh mein Gott! Wäre ich fast ins Wasser unten gekommen. Aber gerade noch so geschafft hier. Ach, hier kommt der rote Fisch nicht, oder wie? Da hätte ich ihn jetzt so wegkicken können. Nein. Mein schöner Schwertfisch, aber... Ah, kommt er wieder zurück, ne? Kann nicht sein. Und die komischen Seesterne hier, die vermehren gerade richtig. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Okay, man kommt hier aber, glaube ich, durch. Was hier oben? Ja, nur so ein paar komische Kugelfische im Moment. Aber hier, hier ist eine Banane. Ah, okay, da kann man dann rein. Ja, immerhin feinste Token, das heißt, ja, nehmen wir natürlich gern mit. Denk mal wieder auf Zeit. Ja, 15 Sekunden haben wir. Mit Fisch sogar hier. Ja, nice. Sogar 8 Sekunden über gehabt, Mo. Da ist nur 7 Sekunden gebraucht. Und hier kann ich meinen Anguane gar nicht mehr mitnehmen, beziehungsweise meinen Schwertfisch. Was war denn da unten, Mo? Irgendwie konnte man da... Ah, nein. Nach rechts rum. Will ich mal kurz schauen, wo mein Fisch... Nimm ich mit. Ja, aber hier ging es ja irgendwie hin. Okay, nur Bananen irgendwie. Okay. Ja, immerhin, dann haben wir hier auf jeden Fall zumindest die Ebene geschafft. Die Banane mitgenommen und so. Ja, und hier, den würde ich sagen, rempel ich mal weg. Und ich sehe gerade, da ist sogar eine... Kiste zum Speichern, beziehungsweise, ja, Zwischenpunkt, Speicherpunkt haben wir schon mal. Was wäre denn hier noch? Ah, nein. Wollte eigentlich nur schauen, was da drin ist, da unten im Wasser, aber da ist, glaube ich, nichts, so. Der Treso rennt auf jeden Fall direkt weiter. Ja, Zwischenspeicher haben wir schon mal, was natürlich sehr, sehr cool ist. Das wollen wir jetzt nochmal sterben. Ja, so mit Treso jetzt gerade, oder ich jetzt nochmal sterbe. Dann fangen wir dort natürlich wieder an.
Ah, sehr gefährlich, gerade mit dem Igel. Kann nicht sein, an einigen Stellen wirklich krass. Ja, so kann Tresor natürlich weitermachen. Und Tresor geht sogar nochmal speichern, okay. 52% haben wir im Moment im Game. Ich glaube, das ist sogar das vorletzte Level, kann das sein? Sicher bin ich mir da gar nicht im Moment. Könnte natürlich sein, dass so eins kommt oder so. Aber wir sind dem Boss auf jeden Fall schon sehr nah und ja, ich vermute, der wird auf jeden Fall hart. Ich habe da nicht mehr so ganz in Erinnerung, wenn wir aber erst mal dort sind, denke ich immer, wird die Erinnerung wiederkommen. Ja, ist ja meistens so auch bei den Leveln hier. Okay, Tresor schon mal ganz geschillt gerade. Läuft ganz geschillt und gemütlich durch im Moment. Und sogar geschafft, nice. Ja, Glückwunsch natürlich an Tresor, würde ich sagen. Direkt Applaus aber. Und Dilly natürlich mit ihrer Gitarre hier wieder. Sehr cool. Chain Link Chamber. Ne, war doch noch nicht das letzte. Ach stimmt, das kommt glaube ich hier oben sogar noch ein paar mehr, oder? Ah, das wirkt glaube ich auch hart hier. Ja, schauen wir direkt rein. Ah, super. Ich wollte mich nur kurz drehen und fall direkt runter. Ja, Tresor geht sogar direkt zum Speicherpunkt nochmal, okay. Gar nicht gut, ich habe mich nur so kurz gedreht irgendwie und direkt runter die Schlucht. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, ich glaube, das Level wird schwierig. Weil vor allem hier die Gegner, die immer so hochkommen, wieder runterrutschen. Könnte hart werden. Ja, schauen wir erstmal, wie weit Tresor kommt. Ja, das könnte auf jeden Fall schwierig werden. Zumindest später, wenn man die Ketten irgendwie hochklettert und die auf einmal so runtergerutscht kommen. Dann wird es auf jeden Fall, glaube ich, ein paar Stellen geben. So wie hier zum Beispiel könnte jetzt natürlich einer runterkommen. Ja, kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern, das Level hier. Aber Tresor macht das schon mal sehr, sehr gut hier. Ja, ich muss mal schauen, bei Xenoblade soll das ja irgendwann demnächst natürlich auch ein bisschen weitergehen. Da wären es ja erst 24 Parts. Privat hatte ich da auch noch gar nicht weitergespielt, da bin ich auch erst im fünften Kapitel. Ja, und im Let's Play sind wir sogar kurz vor dem Spielstand, wo ich privat bin in dem Sinne. Ja, aber kommt natürlich zufällig genauso wie Zelda Majora's Mask. Haben wir im Moment ja nur ein Part. Übrigens, der erste Part kam bei YouTube im Moment sehr gut an, auch mit den Aufrufen und so, muss ich dazu sagen. Da kam sogar wieder die Frage, wo jemand die Frage gestellt hat mit den Einstellungen, wieso ich das auf Deutsch spielen kann. Ja, einige wissen das ja immer noch nicht, dass man die Switch Online auf Deutsch stellen kann. Da muss ich zu sagen, übrigens bei Sega Online, ja, gibt es jetzt auch ein Spiel, da kann man jetzt in die Einstellungen. Ja, da gibt es jetzt ein Spiel in der PAL-Version, was natürlich auch auf Deutsch ist, mit Sega Mega Drive, was natürlich auch sehr cool ist. Wäre natürlich geil, wenn Nintendo noch bei Super Nintendo ja irgendwann auch die PAL-Version dazu macht. Ja, so wie Sega jetzt mit Sega Online und so. Oha, Tresor ist sehr weit gekommen. Ich muss jetzt erstmal schauen, hier, was hier unten dann. Ich würde sagen, lieber erstmal hoch, oder?
Ach nee. Jetzt kommen hier jeweils immer die Kanonen so, die Kanonenkugeln. Da muss man natürlich schön schnell einmal durch, okay. Ja, ein Game, wie gesagt, ist bei Sega Mega Drive jetzt auch in der PAL-Version verfügbar. Muss man wie bei N64 auf Deutsch einstellen. Ja, dann hat man da auch die PAL-Version. Ich sehe gerade, die Wespen kommen so runter, dann wieder hoch, ne? Ich würde sagen, ich warte mal kurz hier. Ja, dann sollte man, glaube ich, direkt hinterher, oder? Ja, Tatsache. Ah, gefährlich. Ich würde sagen, hier warte ich, bis sie wieder hochkommen. Da muss man aber wirklich sehr, sehr schnell runter. Okay. Und da glaube ich wieder hoch, oder? Ja, wenn sie runterkommen wieder. Würde ich sagen, springe ich so schnell wie möglich hoch. Ja, am besten jetzt schon mal. Okay, auf jeden Fall machbar. Ja, war klar, oder? Dass hier direkt noch Gegner kommt. Okay, immerhin gekriegt und geschafft. Nein, kann nicht sein. Ja, die Vögel können natürlich sehr nerven hier. Vor allem, wenn man nicht weiß, dass sie kommen. Dass sie kommen. Ja, dann ist es natürlich sehr ärgerlich, wie jetzt gerade bei mir. Der Gegner hat sogar die Leben geklaut, sehe ich gerade. Okay. Eins hat Tresor wieder zurückgeholt. Okay. Und da wäre doch das G gewesen. Okay. Ja, immerhin Banane und Level geschafft. Somit natürlich Applaus an Tresor. Auch krasses Level, oder? Gewesen hier. Rechts wäre nochmal Funky. Ja, müssen wir nicht hin. Und hier ist sogar mal Swaggy. Das ist Swaggys Bonus-Bananze hier. Und der Toxic Tower ist jetzt hier. Ja, schauen wir natürlich direkt rein, würde ich sagen, oder? Übrigens, eigentlich ist der Part jetzt genau bei einer Stunde. Die Frage ist, sollen wir ja den Part ein bisschen verlängern, weil der finale Boss irgendwann natürlich bald kommt. Könnte man den finalen Part eigentlich verlängern oder halt einen neuen Part machen? Aber eigentlich als sinnvoller, wenn man diesen Part hier so lässt. Ja, da der Boss eigentlich bald kommen sollte, oder? Ja, gehen wir direkt wieder rein in den Toxic Tower. Ja, oder wir machen Cut. Ein Leben zeigt Tresor oben noch. Ah, nein. Oh mein Gott. Die Viecher sind sehr gefährlich, oder? Und Tresor ist wieder dran. Ja, wir hätten, glaube ich, sogar speichern gehen können oder ich mache einen Save Point. Auf der Switch geht das natürlich auch. Okay, hier muss man mit der Schlange ganz hoch anscheinend. Ich muss sagen, an das Level kann ich mich nicht mehr ganz so doll erinnern. Nur ganz leicht, Am geilsten finde ich ja die Spidey, die Spinne, als Reittier hier im zweiten Teil. Ja, Tresor direkt getroffen und auf null Leben runter. Aber soll doch nicht Game Over, oder? Nee. Ja, soll ich speichern gehen? Weil könnte ich natürlich auch im Spiel nochmal schnell. Wo ging das noch? Hier, ne? Tresor schreibt noch, speichern lieber in-game. Okay, im Live-Chat gerade. Ja, machen wir direkt. Und 54% haben wir im Moment. Ja, Frage ist, sollen wir den Part so weitermachen? Weil ich denke mal schon eher ja, oder? Dann haben wir nach einem Game Over wieder mehr Leben. Ja, stimmt. Ja, gespeichert habe ich auch. Obwohl, ich speichere lieber nochmal. Ich weiß es nicht, ob ich gespeichert habe. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall gespeichert.
Ja, Frage ist, Part beenden und nächsten Part starten oder weitermachen bis zum Boss. Ich würde sagen, erstmal wieder rein ins Level. Hier ist natürlich Treso wieder. Frage ist natürlich, wie lange der Boss geht. Das ist natürlich so eine Sache dann wieder, ne? Okay, erstmal Schlange. Mein erster Versuch jetzt hier mit der Schlange. Muss natürlich schauen. Ganz hoch springen tut man ja, wenn man A gedrückt hält. Ah, die Viecher können natürlich nerven, ne? Kann nicht sein. Treso schreibt noch, da kommen da eh noch ein paar Level vor dem Boss. Kannst du eigentlich ruhig einen neuen Part starten. Ja, wir sind sogar direkt nochmal Game Over und übrigens, wir sehen hier sogar das erste Mal den Game Over Screen im zweiten Teil. Ja, sonst würde ich mal sagen, machen wir auf jeden Fall den nächsten Part gleich. Da die Stunde jetzt sogar genau rum ist für diesen Part und ich ja gerne so die Parts immer in eine Stunde jetzt mache. Ja, schade, leider Game Over gegangen, aber da müssen wir jetzt eigentlich nur hier rein. Ja, gespeichert haben wir. Und können natürlich in dem Sinne dann wieder hier hoch. Ja, dann würde ich sagen, geht es auf jeden Fall im nächsten Part auf jeden Fall nachher gleich weiter. Ja, circa 5 bis 10 Minuten Pause. Ja, kurz auf Toilette und so würde ich sagen. Ja, dann geht es auf jeden Fall hier bei Toxic Tower auf jeden Fall. Ja, im nächsten Part auf jeden Fall gleich weiter. Bis gleich dann.